Also hoch da und gleich anschließen. Bevor ich mich wieder da ablenken lasse. Also einfach den Strommasten da folgen. Weep, weep, weep. Jo. Das Quarzding, da stelle ich auch noch kurz um. Ja, ich weiß, ich mich gerade wieder ablenken lasse. Tja. Aber es ist eine wichtige Ablenkung, sonst haben wir bald kein Quarz mehr wieder und dann ist das auch alles wieder doof. Also, das bitte mitnehmen. Wir hatten keinen Angriff hier oben, ne? Kann das sein? Wow, schaut gut aus. So, kann ich hier jetzt irgendwo das Ding so platzieren? Wo bist du überhaupt? Achso, du brauchst noch 100 Jahre, bis du fertig bist. WTF. Brich das mal kurz ab. Oh, jetzt schmeiß ich Zeug auf den Boden. Okay, lila Kiste, auch wenn hier keine Abdeckung ist. Tu bitte rein Dinge, die ich nicht so wirklich brauche. Sammel das ganze andere Klimmerdim da auf. Meine Axt, Sandmauern, das, einzelne Bretter und jetzt das aufsammeln. So, ich hätte gerne ein ganz... Ernsthaft? Du brauchst einen Roboport MK1 dafür. Okay, bau ein Roboport MK1 und stell ihn hier erstmal mittig irgendwo hin. Im Notfall brauche ich einfach zwei kleine, das geht dann auch. Weil eigentlich sollten die weißen Chips jetzt ja langsam wieder kommen. Ich muss nur in der Nähe sein, dass sie mich beliefern können. Also stelle ich mich jetzt wagemutig hier zwischen die Türme. Und stiere trotzig gegen Süden, bis die Roboter kommen und mir weiße Chips bringen. Das war gerade einer. Ganz schön Youngs. Das war kein weißer Chip. Das war ein weißer Chip. Haben wir jetzt inzwischen genug, dass ich das abbrechen kann und neu bauen? Nein. Bring mir jetzt echt jedes Mal wirklich einzelne weiße... Seid mir echt Kerle. Eigentlich sollte das so gehen. Das hier müssen wir auch alles anpassen. Dup. Dup. Fünf weiße Chips bisher. Abbrechen, neu machen, schon sind nur drei. Warum? So, wir haben 122.000 Eisenerz und 67.000 Kupfer. Ich werde jetzt das hier mal abreißen. Das da. Und die Schmelzen lasse ich noch kurz durchlaufen. Sind fast durchgelaufen, ja. Und wenn die durchgelaufen sind, dann behalten wir es im Auge, wie gut die anderen Dinger da hinterherkommen. Und je nachdem, bauen wir dann mehr davon oder nicht. Aber ich denke, das reicht erstmal. Selbst wenn sie nicht so gut hinterherkommen, haben wir einen guten Puffer von 120.000 Eisen. Sollte ich hinhauen. Und mein Robopop wird endlich gebaut. Sehr gut. Du hast eine Abdeckung von 100 mal 100. Du hast eine von 150 mal 150. Das ist doch gleich wesentlich besser. Warum baust du schon wieder einen Roboport? Achso, das ist wieder ein anderer Roboport. Das ist doch alles Morgs. Also, was ich jetzt mache, ich mache jetzt die Kiste hier hin und werfe alles raus. Werfe alles raus und hole jetzt Tungsten. Damit wir endlich unsere Power-Rüstung haben können und ich da 30.000 Gehhilfen reinbaue, damit ich endlich schnell laufen kann. Ohne halt mit der Zeit hier rumzuspielen, weil das mal so ein bisschen komisch ist. Temporale Anomalien und so. Warum hab ich die Big Spin? Achso, weil ich durchgelaufen bin. Das Titan sollten wir auch nicht da liegen lassen. Muss ja gar nicht so viel Tungstenerz. Und haben übrigens die Sonderschmelzen eingestellt, dass sie auch Tungsten einschmelzen? Ich denke nicht. Sollten wir also gleich auch noch machen. Yay, ein
weißes Grisselbrett extra. Oh ne, sogar einen weißen Chip. Wow. Also, wo sind unsere Sonderschmelzen? Da sind unsere Sonderschmelzen. Lass mich durch. Haben wir überhaupt noch richtige Sonderschmelzen? Nee, ne? Blei, Gold, Tin. Das ist nicht gut, oder? Ich mach hier mal bitte Silber und Tungsten. Genau. Und davon bräuchten wir jetzt 150 Stück. Also hätte ich ganz gerne 3er Speed-Module. Und ich hätte gerne 3er Produktivitätsmodule. Sehr gut. Also 150 davon. Achso, und grüne Dreier bräuchte ich auch noch für die Powerrüstung. So, die 50 Alien-Artefakte nochmal. Jetzt, wo wir sie haben, die da weg. Was? 50 Alien-Artefakte, 40 grüne Chips. Die ich komischerweise gar nicht anfordere. Und Alien-Artefakte. 50 Stück. 50 Stück. So. Jetzt warten wir nur noch auf die Alien-Artefakte. Die müssen gleich ankommen. Wenn sie nicht in der Kiste unten landen sind, was sie sind. Und dann 150 mal Tungsten. Okay. Nimm dich raus. Und forder schon mal dich an. Und dann schnappen wir es einfach direkt aus den Kisten unten raus. Die Alien-Attacke. So. Forschung läuft gerade gar nichts. Lila-Tränke haben wir auch nicht so viele. Irgendwas, was keine Lila-Tränke braucht. Oder kaum. Das braucht kaum was. Nützt aber auch kaum was. Bessere Schmelzöfen. Ja, mach mal. Du, Edamage. Du, Edamage. So, jetzt hängt es nur noch an den Tungsten. Das heißt, es ist nur noch eine Frage der Zeit. Okay, ich werde dann den Upgrade-Planer schon mal so einstellen, dass er grün auf blau macht. Das haben wir nämlich, glaube ich, noch gar nicht. Oh. Achso, du bist 3. Wir bräuchten jetzt 4. Mach dich weg. Dafür bräuchten wir einen von dir. Einen von dir. Ein davon. Und ein davon. Upgrade-Planer. Upgrade den da bitte zu den da. Und den da bitte zu den da. Was? So, Capacitor. Den da. Solar zu Solar, Capacitor, Capacitor. Gut. Dann lila Kiste. Achso, speichern. War was. Das alles weg. So. Upgrade das da bitte mal. Klappt soweit. Also mein Plan, die gelben durch die blaue zu ersetzen, ist fehlgeschlagen. Wegen Ungeduld und Verwirrtheit. Deswegen machen wir jetzt hier unten damit weiter wie geplant. So. Okay. Unser schöner Puffer darf sich gleich tagsüber füllen. Das sollte hinhauen. Haben wir jetzt endlich genug von euch? Macht die schneller. Macht die Ärmchen schneller. Ihr seid der neue Kupferdraht, ne? Früher war es immer Kupferdraht hängen. Pass mal, was wir alle Chips brauchten. Und da hatten wir dann 3, 4 Ärmchen rein und raus und all sowas. Das ist hier jetzt ein bisschen anders. Achso, und rote Fabriken. Gib mal Titan, bitte. Und hör auf, das da zu bauen.
Bau da Fabrik. Fabrik, Fabrik, Fabrik. Wichtigen Dinge des Lebens. So. Erstmal mache ich hier draus eine bessere, damit wir mehr Platz haben. Nee, es macht gar nicht mehr Platz. Ist nur schneller. Okay, dann muss es doch nicht rein. Ich dachte, das hätte vielleicht einen Slot mehr, dann hätte es da Sinn gemacht. Aber nö, so machen wir es einfach hier und hier. Und das ist dann noch viel schneller und hoffentlich irgendwann werden wir wieder weiß diese Chips in Massen in unser Logistiksystem sehen. Was momentan nicht der Fall ist. Grün und braun sind okay, aber kein weiß. Bauen noch mal ein paar davon. Wie viel kannst du noch bauen? Viele. Und baue auch ruhig viele. Es gibt bestimmt ein paar Sachen, die wir noch aufschieben könnten. Die Jungs zum Beispiel hier sind auch nicht durchgehend so. Wir haben auch keine Speedmodule. Gib dir mal billige Speedmodule. Das sollte fast reichen. Und ihr kriegt mal schnelle. Sollte aber auch fast voll. Naja, ist so okay. Mach das weg. Gold auch nicht. Wer von euch muss dann auch bitte schön schneller arbeiten? Ihr seht alles so einigermaßen okay aus. Hier arbeiten welche gar nicht. Die sechs weißen Chipsfabriken, ja. Na, wobei doch. Das hat momentan echt an der Geschwindigkeit. Jetzt wieder an die Komponenten, aber das sollte ja auch bald wieder gelegen sein. Ich werde einfach mal, noch mal hier Platz. Ich werde einfach mal dich probieren. Da hinstellen. Und wenn es damit dann nicht hinkommt, dass wir nicht genug von den Zäpfchen haben, dann bauen wir einfach noch mal so ein Zäpfchen-Ding. Sollte ja nicht so die Welt sein. Achso, zwei Kisten da, zwei Fabriken in die Kiste. Und dann den Zäpfchen überprüfen. Go, go. Habe ich inzwischen genug Tungsten? Ja. Dann bau doch mal eine gewisse Rüstung. Hihihi. Und die braucht nicht das Vorgängermodell. Interessant. Okay. Zäpfchen. Zäpfchen sind hier. Du. Du produzierst schnell genug. Das ist okay. Kommen die Ärmchen auch schnell genug? Ja, mach trotzdem mal hier einen schneller. So, nur für den Fall für später. Das heißt, du wärst dann die Engstelle. Ja, wärst du. Mach dich schneller. Mach dich schneller und mach dich schneller. Und schon haut das auch hin. Trotzdem verdoppel ich dich mal. Indem ich dich wegmache. Und dich nochmal hinsetze. Zack. So. Das sollte jetzt eigentlich reichen. Strom. Strom ist okay. 160 Gigajoule. Hammer. Okay, also, Zäpfchen sind schnell, dieses komische Powdered Silizium ist schnell, die Basic-Komponenten sind verdoppelt worden. Jetzt fällt mir leider noch nichts mehr ein. Und die Power-Rüstung ist fertig. Und ist verdoppelt worden? Das ist sehr gut, oder? Brauchen wir nicht für die nächste Stufe Power-Rüstung zweimal die Power-Rüstung? Guck mal hier. Ja, zweimal MK2. Oh, sehr schön, sehr schön. Oder... hatte ich schon mal eine MK2-Power-Rüstung gebaut vor ein paar Folgen, ist mir entfallen. Das wäre peinlich. Ah, ich gehe mal davon aus, dass es nicht so war. Du, mach erstmal bitte die da leer. So. Alles raus hier. Dann zieh bitte eine davon an. So, wir hätten gerne... Können wir schon den besseren Portable Reactor... Nein. Schilde. Ein paar Schilde. Erstmal den. So. Dann Schilde, 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 Schilde.
Schilde. Batterien. Vorerst da. Und dann hätten wir hier noch Platz für Gehhilfen. Die wir noch gar nicht bauen können. Nö. Ja, wissen wir, was noch als nächstes so ansteht. Also Gehhilfen bauen, besseren Portable Reactor bauen oder einen zweiten. Daran hapert es momentan eigentlich nur an den Alien-Artefakten. Die werden bestimmt unten wieder in der Kiste rumlungern. Und dann allgemein die Power-Rüstung ein bisschen aufbrezeln und einen kleinen Rampage-Tour machen zu... zu der Basis da. Ah, das halte ich vielleicht doch für ein wenig zu gewagt. Aber ja, ein bisschen töten wäre ganz schick. Wir haben allerdings die Munition noch nicht automatisiert. Könnte man angehen. Könnte man angehen. Also in den nächsten Folgen Power-Rüstung aufstufen, Munition automatisieren, ein bisschen töten, damit wir einen schönen Puffer an Alien-Artefakten haben und auch in der Forschung weiter in Richtung Lidertränke gehen. Klingt nach einem guten Plan. Also bis gleich.